Ja, klar, ich frische waschen, der Müll ist draußen und die Nutzen sind on Arbeit. I promise you that. Oh, ja, thank you very much. Ja, liebe Zuschauer, da sahen Sie noch kurz Bernie Ecclestone, der mir seine fachliche Einschätzung zum großen Preis von Nordkorea kundgetan hat. Ja, Bernie Ecclestone, der große Mann der Formel 1, der baut hier kulturelle Brücken auf. Doch leider sieht das nicht jeder so. Sie haben es eben sicher kurz bei RTL aktuell sehen können. Hier ist es in Pyongyang wegen des bevorstehenden Formel-1-Rennen zu Protesten gekommen. Ja, da gibt man diesen armen Menschen mal die Gelegenheit, ein Formel-1-Rennen samt Siegerehrung und Champagnerdusche aus nächster Nähe zu betrachten und vielleicht ein klein wenig vom Hunger abzulenken. Und die Idioten haben nichts Besseres zu tun, als dagegen zu protestieren. Ja, gefragt, wie die Formel-1-Teams mit den Protesten hier in Pyongyang umgehen, sagte uns Bernie Ecclestone richtigerweise, alle sind glücklich. Ja, und Sebastian Vettel meinte dazu, da wird mir persönlich ein viel zu großer Hype drum gemacht. Hunger haben ist ja auch nicht immer nur schlecht. Schlank sein heißt auch sexy sein. Naja, recht hat er. Zum Glück war die Polizei ja sofort vor Ort und hat mit einem beherzten Einsatz von Wasserwerfern die sogenannten Red Bull Water Fun Days eingeläutet. Frei nach dem Motto, heute gehen wir alle baden. Nicht jeder kann ein iPad haben. Ich gebe ab an Niki und Florian.